Moin Moin meine Freunde, nach langer Pause ist es endlich mal wieder soweit, ein neues Everdell Video. Wir haben richtig viel gemacht, wir kommen heute endlich Level 16. Ich warte schon seit Ewigkeiten auf dieses Video, weil ich einfach Sachen erbaut habe, aber das Geschenk noch nicht öffnen konnte und somit das Gebäude auch noch nicht nutzen konnte, weil ich auf dieses Video gewartet habe. Endlich geht's da mal voran, wir gehen rein, schnacken nicht lange, viel Spaß! So sieht es nämlich aus, Freunde. Vier Sachen. Hier stehen sie. 1, 2, 3, 4. Dann sind wir Level 16. Normalerweise sammle ich die Geschenke ja immer ein. Aber nicht vorm Level Up, weil das muss ich mit euch teilen auf YouTube. Aber wie in jedem Video sehen wir uns gleich wieder, wenn das Dorf sauber ist. Da sind wir wieder. Dorf ist sauber. Wie man es kennt, frisch gewienert, alles eingesammelt. Was geht? Es sieht wieder schön und vernünftig aus. Und wir können jetzt mal das erste Geschenk öffnen. Und damit sind wir Level 16. Kriegen wir hier noch ein bisschen was für 50 Gems. Ich habe mittlerweile die 7000 Gems erreicht durch dieses Friendling-Ding, was funktioniert. Da habe ich ja mal ein Video zu gemacht. Wenn ihr auch 1000 Gems bis zu 10.000 Gems umsonst haben wollt, dann geht mal hier oben aufs Video. Ich verlinke euch das mal. Gebt einen Trick, wie das funktioniert. Geht auch nicht mehr lange. Falls ihr es noch nicht rausgefunden habt, dann schaut euch das mal an. So, nächste wird geöffnet und die beiden Sachen öffnen wir auch mal eben. Damit haben wir das Lager hier schon auf Max, Level 10, das hier auch. Das hier auch, alle Clay Storage sind auf 10. Wir können jetzt insgesamt 630 Clay lagern. Das bedeutet, wir haben jetzt Silk Wafer, Chocolate Maker und genau, Gold... Villager-Tresor haben wir höher gemacht. Das ist auch gut, dass wir jetzt die beiden Gebäude haben. Die haben mir nämlich schon eine große Menge Gems gekostet, dadurch, dass ich sie erbaut habe, aber noch nicht freigeschaltet habe, beziehungsweise noch nicht geöffnet habe. Das Spiel denkt, sobald du es gebaut hast, dass du es hast, auch wenn du es noch nicht geöffnet hast. Und damit kriegst du auch Tasks bei Otto. Und das hat mich so genervt. Ich musste diese Tasks immer durchjammen. Und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, das Video hier aufzunehmen. So, wir gucken auch direkt mal, was Otto will. Ja, seht ihr es? Da will Otto nämlich direkt was davon. Und das können wir jetzt auch gleich machen. So, ein paar Rüben, sehr schön. Gut, die ganzen Sachen kann ich nicht mehr einsammeln, weil ich voll damit bin. Das ist aber auch nicht schlimm. Teddys können wir uns gleich mal machen. Study gucken wir uns gleich natürlich auch an. Aber hier kommt jetzt erstmal jemand rein. Wir verteilen jetzt generell erstmal die ganzen Leute wieder. Hier kommt jemand rein. Oh, hier habe ich auch nicht ganz viel von. Wartet mal, wo mache ich das überhaupt? Mache ich das hier? Ich bin gerade komplett lost, Digga. Ne, hier ist nur das Silk Field. Wie produziere ich denn nochmal diese Schnur? So, hier mache ich die Teddys schon mal. Bin ich lost? Okay, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Bei einem Gebäude im Dorf. Bei welchem denn? Moment mal, wo mache ich das denn, Digga? Ach, hier! Ach, Digga, ich bin blind. Ja, ah, mein Gott. Ich bin ein Blindfisch. Ja gut, dann schicken wir natürlich erstmal da jemanden hin. Ja, Digga, alles klar. Ich bin Blindfisch. Gut, dann haben wir das. Dann müssen wir natürlich den Tiermann wieder was machen lassen. Ich glaube, Honig ist das Einzige, was er gerade machen kann. Den habe ich übrigens mittlerweile schon auf Level 4. Da gibt es nämlich auch einen sinnvollen Trick, wie ihr am schnellsten den Animal Handling Skill leveln könnt. Und zwar lasst ihr einfach immer eure Sachen volllaufen quasi. Also ihr schickt den zu den Eiern, zum Honig und zur Milch. Wenn alles voll ist, schickt ihr einfach ein, zwei Tage keinen ins Kürbisfeld und macht euch eure Suppe immer per Hand. So mache ich es immer. Ist eigentlich am smartesten, finde ich. Natürlich über Nacht schicke ich dann jetzt auch eine Person wieder dahin. Aber dann verbraucht ihr die Güter mal ein bisschen. So, eine Person muss jetzt aber auf jeden Fall aufs Suppenfeld. Dann können wir als nächstes genau den Nektarbrunnen abben. Da fehlt mir aber noch das nötige Kleingeld zu. Aber wir machen gleich ein paar Goldtasks. Mal gucken, was wir noch sinnvollerweise so machen können. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Eisen. Die nehmen es auch von den Lebendigen, Alter. Immer die Seife. Gut, die Sachen kann ich jetzt gerade nicht machen. Die wird jemand anders machen können. Machen wir hier noch ein paar Tasks. Das geht, das geht. Das geht. Wir sind gerade dabei, uns immer Bücherschiffe zu holen. Damit wir irgendwann mit unserem Rally auch mal durchkommen. Es wird nämlich Zeit. Unsere Library sieht nämlich so aus. Wir müssen noch einiges researchen. 1, 2, 3, 4,
5 Sachen müssen wir noch researchen. Da brauchen wir noch ein bisschen für, leider. Ist aber auch nicht so schlimm. Die Animal Handling Gilde ist jetzt auch nicht die wichtigste. Trotzdem ist man natürlich froh, wenn man es fertig hat. Clay haben wir auch keins mehr. Lassen wir jemanden Clay machen. Lassen wir jemanden Bricks machen. Holz haben wir auch keins mehr. Also lassen wir auch jemanden Holz machen. Und den letzten schicken wir wohin? Stein machen. Dann sind wir hier, glaube ich, durch. Ich zeige euch natürlich mal eben, wie immer, mein Study. Das sieht wie folgt aus. Fehlen noch 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Sachen, Digga. Das ist eine Menge. Study fehlt mir noch eine Menge. Ich habe zwar 6000 Rollen, mehr aber auch nicht. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ihr wisst Bescheid. So, dann werden wir im Rally jetzt noch ein bisschen was machen. Gucken, was wir hier brauchen. Hier brauchen wir eine Menge von. Werden wir auch ein bisschen Honig los, ist gut. Können wir endlich wieder einen neuen Research-Trank machen? Tatsächlich. Geil. Da freue ich mich immer besonders drüber. Hier müssen wir noch ein bisschen was machen. Ich habe jetzt gerade wieder gut Beeren geerntet. In der Bäckerei brauchen wir den hier. Oha! Im YouTube-Video eine 5er Subbomb, Digga! Kuss! Danke für den Support. Ehre! Wir machen trotzdem weiter und schicken Marco eine Socke. Außerdem haben wir gerade noch ein Event am Start, welches aber nicht so cool ist. Von daher gehe ich da auch nicht genauer drauf ein. Wir machen einfach ein paar Tasks. Das Event ist halt echt nicht so heftig. Und hier können wir auch mal gucken, ob wir noch ein paar Tasks machen können. Ich glaube aber, sieht schlecht aus. Wir haben nichts, was wir machen können. Nothing. Aber hier können wir ein bisschen Milch loswerden. Und damit sind wir, glaube ich, durch. Wir sind halt echt gerade am Premium-Schiffe holen ohne Ende, damit wir irgendwann genug Bücher haben, um 2 Goldschiffe zu holen. Goldschiffe sind wichtig und richtig, aber wir brauchen leider auch Bücher. Deswegen müssen wir gucken momentan. Mühsam an jetzt das Eichhörnchen, wie ich gerade schon gesagt habe. Wir kommen langsam voran, langsam aber sicher. Wir hoffen, dass das nächste Everdell-Update noch ganz weit entfernt ist, dass wir so weit wie möglich kommen bis dahin. Viel mehr kann ich euch heute auch, glaube ich, gar nicht mehr zeigen. Im Chat wurde gerade noch geschrieben, dass ich meine Kiste öffnen soll. Das mache ich aber bewusst nicht. Aus dem einfachen Grund, weil ich jetzt auch mal mit meinem Reputation flexen will. Ich hätte die Kisten davor schon nicht öffnen sollen, Digga. LOLCOC bei mir im Clan hat einfach 92k Reputation. Und immer wenn du eine Kiste öffnest, gehst du wieder zurück auf 50k. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will jetzt auch mal ein bisschen auf Reputation gehen. Ich will 100k haben. Ja, deswegen öffne ich die Kisten nicht mehr. So. Mehr gibt's aber auch nicht. Ich hoffe, euch hat das kleine Update zu meinem Dorf gefallen. Wenn ja, lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da. Ja, jetzt kommt nicht mehr so oft ein Everdell-Video, einfach weil es momentan nicht so krasse Fortschritte gibt. Ist einfach so, ihr wisst Bescheid, es dauert nach und nach. Aber hin und wieder droppen wir eins. Ich denke mal, das nächste kommt dann wieder in 1-2 Wochen. Haut rein, meine Freunde, macht's gut. Bye, bye, euer Psy.